Roman Sander, Organisator heute beim SEA-Konzert der Werkskapelle für Österreich in Tübel aus Kindberg. Was bedeutet das für euch? Ja, ist heute schon ein besonderer Tag für uns, weil wir vor so einem großen Publikum als Vorgruppe des SEA spielen haben dürfen und vor so viel Leuten spielen wir nicht immer. Das ist schon was Besonderes. Ihr habt aber ganz besondere Stücke heute schon vorbereitet gehabt. Es war ein ganz tolles Publikum, war ja begeistert. Ja, es geht von Aper bis Italien, verschiedene Musikstücke, von modernen und natürlich haben wir auch ein paar Polka und verschiedene Stücke gespielt, was auch zu einer Blasmusik gehört. Ja, ich glaube, es hat gut funktioniert, den Leuten hat es gefallen. Kindberg, ein Heimspiel, es waren sehr viele Auswärtige da und am Applaus hat man gemerkt, einfach, ihr habt ganz tolle Sachen heute ausgesucht. Wer sucht das aus? Ja, eigentlich die Kapellmeisterin. Die Petra macht das sehr gut und für das Konzert haben wir uns natürlich vorbereitet mit modernen Stücken. Und nochmal gesagt, wir haben es Nachmittag schon gemerkt in Kindberg, von der ganzen Steiermark sind Leute gekommen. Kindberg war voll mit den Gasthäusern und mit den Dingen, es war wirklich was Besonderes. Dann danke und jetzt können Sie sich freuen aufs SEA-Konzert. Ja, jetzt gehen wir es auch nach und jetzt hauchen wir zu. Peter Trebel, es war ein Sensationskonzert von euch heute als Vorgruppe der SEA. Wie ist das gegangen dabei? Ja, sehr gut. Die Atmosphäre ist super und wir freuen uns wirklich, dass wir da sein haben dürfen. Der Roman hat schon gesagt, die Stücke hast du ausgesucht. Genau. Wir haben Verschiedenes gespielt, Italo-Pop, Classics, dann ein bisschen was Volkstümliches, auch modern und alles gemischt. Wie lange bist du jetzt Kapellmeisterin hier? Ich bin jetzt seit 3 Jahren Kapellmeisterin. Und macht immer noch Spaß? Natürlich, sehr viel. Tolle Truppe hinter dir. Wirklich, ich kann mich auf seine immer verlassen. Heute waren wir 38 Musiker und es ist schon schön, wenn man nachher so viele Musiker vor sich sitzen hat. Also wenn eine Frau dirigiert, sind die ganzen Männer natürlich parat und spielen genau das, was du ihnen vorgibst. Ja, immer. Edgar Wernbacher heute beim SEA-Konzert als Geschäftsführer der Brunnalm. Wie fühlst du dich da im Tal herunten? Natürlich sehr, sehr gut aufgehoben hier in Kindberg. Riesenstimmung bei den Seern und ich freue mich schon aufs Konzert. Wie geht es auf der Brunnalm weiter? Auf der Brunnalm gibt es natürlich verschiedene Veranstaltungen. Die Almras jetzt am 15. August und natürlich eine Sonnenaufgangsfahrt am 24. August um 5.15 Uhr. Danke, du wünschst mir viel Spaß heute noch und wir werden natürlich die Brunnalm nicht vergessen und die besuchen. Danke, ich freue mich. Stefan Sangl, Direktor vom E-Werk der Stadtgemeinde Kindberg, ein herzliches Dankeschön, dass du uns das alles zur Verfügung stellen kannst. Es ist ein Traum für uns und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich namens Mediacon. Auch wir bedanken uns. Die Zusammenarbeit, du hast es, ist perfekt, auch schon seit vielen Jahren. Letztes Jahr mit dem Herrn Steinbecker, mit der SEA. Wenn es wiederkommt, ihr seid gerne aufgenommen in unserem Haus. Wenn wir irgendwas unterstützen können, wir tun es gern. Fred, die SEA auf Abschiedstour heute zum zweiten Mal in Kindberg und leider auch zum letzten Mal. Uns geht es schlecht dabei. Wie geht es dir dabei? Naja, da kommen viele Gefühle zusammen. Das eine ist eine laue Sommernacht mit ganz vielen lieben Leuten. Das habe ich jetzt schon gespürt, wenn ich da umschaue. Das ist das Besondere. Und ja, einmal ist halt sowieso der Zeitpunkt gekommen. Der ist für die SEA jetzt gekommen. Aber das heißt jetzt eigentlich jede Sekunde genießen. Jede Sekunde genießen und ich hoffe, das Publikum kann jede Zeile des Textes genießen, das ihr gefühlvoll, was du gefühlvoll schreibst und auch darbietest. Nein, das wünscht man sich immer, weil wenn die Leute das mitsingen und das Schönste ist ja, wenn die Leute dann nachher sagen, ah, das Gefühl kenne ich oder sowas Ähnliches habe ich erlebt, dann weiß man, dass das Lied in die Herzen auch gekommen ist. Und das ist, glaube ich, der Traum von jedem Musiker. Wir freuen uns schon drauf jetzt und wünschen euch einen tollen Auftritt und das Publikum wird begeistert sein. Das hoffen wir. Wir bemühen uns, wir können garantieren, dass wir 100% seherisch abliefern und schauen wir. Ich sage es am Abschluss mal ernst. Danke, danke, danke. Ja, wir sagen danke. Ja, danke an uns Publikum, ich muss mittlerweile sagen, über Jahrzehnte zu uns gehalten hat und ohne die Leute, es war nichts möglich gewesen und das ist einfach nur schön. Lieber Christian, 3000 Besucher hier am Rossdorfplatz. Ich meine, da kann man, glaube ich, glücklich sein als Bürgermeister. Die Stadt war ja schon den ganzen Tag voll. Ja, auch gestern schon. Ich bin begeistert von den Besucherinnen und Besuchern, die hier da sind. Und ich freue mich, dass viele von auswärts gekommen sind. Freunde aus Linz und natürlich auch viele Kindbergerinnen und Kindberger.
Und in Kindberg tut sich ja auch viel, wenn wir wissen. Vielleicht erzählt, gibt es was in nächster Zeit, wo auch die Besucher wieder hingehen sollten. Ja, für die Jugend haben wir Akustik Campfire in Kürze. Und am 6.11. freue ich mich schon in der Sporthalle der Chris Steger. Und so geht es kulturell in Kindberg richtig los. Und ich freue mich, dass wir so eine Kulturstadt sind, die einen Blumenschmuck hat. Und ich glaube, Sie haben ja viele schon die Stadt besichtigt. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich wünsche ein wunderschönes Konzert mit den Sehern. Ich freue mich selber schon richtig drauf. Letzte Frage, bevor wir es auf die Bühne holen. Gibt es ein Wunschlied von dir, von den Sehern? Na ja, gut, ich glaube, Wild Wasser ist etwas, was einem einfach gefällt. Es könnte sein, dass Sie das heute auch spielen. Ich hoffe es und ich wünsche mir es für alle Zuseherinnen und Zuhörer. Volume my head so.